Heute gucken wir uns wieder an, wofür Yu-Gi-Oh! Spieler ihr hart verdientes Geld ausgeben. Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Topseller, dem Format, wo ich euch einmal die Woche zeige, welche die meistgekauften Karten auf Card Market sind. Springen wir rein in Nummer 10 und das ist einmal Effektverschleierin. Eine Karte aus der Rarity Collection. Sprechen wir spezifisch über die Super Rare. Und wenn wir uns die Super Rare mal ein bisschen genauer angucken, stellen wir fest, die Super Rare geht aktuell für 10 bis 30 Cent über den Ladentisch. Was für Effektverschleierin nicht wirklich krass viel Geld ist. Aber das ist eine Karte, die langsam wieder zu einem Euro gegangen ist. Durch Rarity Collection natürlich deutlich günstiger geworden ist. Und natürlich ist Effektverschleierin eine Karte, die man auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Ist eine der essentiellen Staples, die man so besitzt. Einfach weil es eine Karte ist, die sagt, in der gegnerischen Mainphase kannst du die Karte auf den Friedhof legen, ein Monster vom Gegner wählen und den Effekt annullieren. Und die Karte ist nicht einmal vom Spielzug. Das bedeutet, wenn ihr zwei davon habt, ist das wirklich auch eine ganz schöne Sache. Und die ist ein Level 1 Tuner, was bei den meisten Handtrips auch besonders ist, weil die meisten sind zum Level 3. Ist also an sich auch eine ziemlich interessante Karte, weil es anders ist wie viele andere Handtrips. Nicht kurz betören, Level 1, muss auf den Friedhof gehen und ist witzigerweise ein Spellcaster. Ist also in vielen verschiedenen Szenarien schon ganz hilfreich. Und nach dem Preisdump, den wir jetzt hier haben, ja, holt euch die für 10 Cent. Also, wenn ihr sie jetzt noch nicht habt, go! Auf Nummer 10 haben wir einmal die Karte Super Sternschlechter Typhon Himmelskrise. Die Karte ist natürlich eine Anlesung an Zeus. Allerdings ist die ein bisschen anders. Diese Karte kostet aktuell ihre 24 bis 30 Euro. Ist vom Preis, wenn ihr den Preisgrafen hier anguckt, einmal so ein bisschen hochgegangen. Einfach aus dem Grund heraus, weil viele dieses Set nicht so krass gekauft haben, wie jetzt die ganz anderen Sachen. Denn die Rarity Collection hat natürlich extrem viel Geld gepult von den Leuten, die Yu-Gi-Oh! Spielen. Und die Karte war im letzten Hauptset drin, Age of Overlord. Und die Karte ist ein Secret Rare. Der Preis selber ist jetzt nicht ganz so krass. Die Karte selber ist aber super interessant. Denn ihr könnt die Xyz beschwören mit dem Monster, mit der höchsten ATK, was die kontrolliert. Wenn der Gegner in dieser Runde und in der letzten Runde Monster vom Exec beschworen hat, zwei Stück oder mehr, ist erstmal okay. Ne, die können wir ganz holen. Das ist erstmal eine coole Sache. Dann können wir für den Rest der Runde nicht mehr normal beschwören und nicht mehr spezial beschwören. Das ist ein bisschen doof, aber die Karte selber, die ist wirklich gar nicht so verkehrt. Denn die hat die Fähigkeit. Einfach pro Spielzug können wir ein Material von der Karte abhängen und ein Monster auf dem Spielfeld wieder auf die Hand zurückgeben. Wir kriegen ein großes Monster, relativ free. Wir bekommen die Möglichkeit, ein Monster auf dem Feld wieder auf die Hand zurückzugeben. Und der andere Effekt, das ist ein permanenter Effekt, der ist wirklich wichtig. Solange die Karte auf dem Feld liegt, können Monster mit 3000 oder mehr TK ihre Effekte nicht mehr aktivieren. Viele Bossmonster haben halt mehr als 3000 TK und das ist halt eine Karte, die ist wirklich richtig gut. Genau gegen solche Deckstrategien. Gerade wenn ihr halt Second geht, weil ihr halt meistens ein ganzes Feld lahmlegen könnt, nur mit der einen Karte. Das ist wirklich halt nicht verkehrt. Und das ist auch die einzige Karte in der heutigen Liste, die nicht aus der Rarity Collection ist. Was ich sehr spannend finde, wenn ich finde, in der Rarity Collection sind Karten drin, die wirklich wichtig sind. Und in Edge of Overlord auch ein paar ganz gute Karten. Und ich hätte halt erwartet, dass sich so langsam nach dem Release Rarity Collection so ein paar Karten hier oben einfinden werden, die einfach aus anderen Sets sind, nicht aus der Rarity Collection. Aber mit dem gehen wir weiter zur nächsten Karte. Und Platz Nummer 8 ist einmal Ascheblüte und Freudiger Frühling. Eine Karte, die wir alle kennen und die natürlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert in der Community hat und natürlich auch im Gameplay. Eine Karte, die jeder haben sollte. Und für eine Karte wie die, die aktuell ihre 1,50 Euro bis 2 Euro kostet, als Super Rare aus der Rarity Collection auf jeden Fall auch wert, sich da ein Playset zu holen, denn das ist eine essentielle Karte. Die ist ein Level 3 Tuner Monster, was die Fähigkeit hat, wenn der Gegner einen Karteneffekt aktiviert, was aus dem Deck der Hand hinzufügt, aus dem Deck specialt oder vom Deck auf den Friedhof legt, können wir die von Hand abwerfen und den Effekt annullieren. Gute Karte, super, super nützlich in allen möglichen Deckstrategien. Wenn ihr also nicht habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, sich zu holen, wie es viele andere gerade auch machen, denn ist eine gute Karte und der Preis ist wirklich auch nichts, wo man sagen muss, oh mein Gott, die ist aber ganz schön teuer. Sondern, nee, die Karte ist ein fairer Preis für eine Karte, die wirklich in eigentlich jedem Deck spielen könnte. Platz Nummer 7 geht an eine weitere Handtrap. Und die Handtrap ist einmal Nibiru, das Urwesen. Eine Karte, die wir aktuell für knapp einen Euro kaufen können, wie ihr seht. Die Karte ist vom Preisgrafen, wie ihr seht, auch ganz schön gefallen. Die Leute kaufen Nibiru auf jeden Fall sehr, sehr krass. Dadurch, dass jetzt aber die Nachfrage so ein bisschen gesunken ist, ist auch der Preis extrem gefallen. Und dadurch, dass wir von Nibiru so viele Kopien auf dem Markt haben, weil die mittlerweile so viele Reprints bekommen hat, dass die einfach nicht mehr teuer werden kann. Und Nibiru ist eine von den Karten, die auch in den Staple Banner reingehört, denn es gibt viele Hacks, da werdet ihr die brauchen, und viele Formate, da werdet ihr die Karte auf jeden Fall auch brauchen. Für alle, die keinen Plan haben, was Nibiru tut, hier mal ganz kurz der Effekt. Wenn dein Gegner diese Runde 5 oder mehr Monster
als normale Spezialbeschwörung beschworen hat, können wir diese Karte von unserer Hand spezialbeschwören, indem wir alle Monster auf dem Spielfeld tributieren und dem Gegner ein Token spezialbeschwören, was die kombinierte ATK und Dev von allen Monstern hat, die tributiert wurden. Jetzt sagt ihr euch, ja, das ist eine krasse Karte und das ist ein krasser Effekt. Und das macht Combo-Decks natürlich extrem, extrem anfällig für solche Arten von Interruptions. Und das kann halt Games gewinnen. Ne? Logischerweise ist eine krasse Karte, sollte man auf jeden Fall auch zu Hause haben, wenn ihr wirklich auf Turniere gehen wollt. Und Platz Nummer 6 ist eine Karte, die eure Consistency, also die Chance, Karten in eurem Deck zu bekommen, deutlich erhöht. Platz Nummer 6 geht einmal an Topf des Wohlstands. Eine Karte, die notorisch von den Spielern erwartet wird, dass sie irgendwann auf der Bannlist landet, weil die einen sehr guten Effekt hat. Wenn wir uns den Preisgraf ein bisschen genauer angucken, werden wir feststellen, die war so bei knapp 10 Euro. Langsam kriegen wir diese für 6,40 Euro bis 7 Euro, was für die Karte auf jeden Fall ein ziemlich guter Preis ist. Denn die war lange bei 80 Euro, bei 40 Euro nach dem Reprint. Ist also auch immer schön, die Karte für 10 Euro zu sehen. Der Effekt der Karte ist super simpel. Ihr könnt für die Aktivierung dieser Karte entweder 3 oder 6 Karten verdeckt von eurem Extra-Deck verbannen. Und dann können wir so viele Karten von unserem Deck vorzeigen, oben drauf, und die einmal ausgraben. Und dann können wir eine von den Karten unserer Hand hinzufügen. Wir können für den Rest der Runde keine Karten mehr ziehen von unserem Deck, was ein bisschen doof ist, aber nicht so dramatisch. Und der Gegner bekommt nur halben Schaden für den Rest der Runde. Was diese Karte ermöglicht, ist, dass wir 6 Karten tief in unser Deck greifen können und die Karte zu holen, die wir entweder brauchen, die eine weitere Interruption ist für den Gegner, falls wir schon alles haben. Und das macht die Konstanz von Decks, die inhärent nicht so viele Karten zum Starten brauchen, unglaublich gut. Und die meisten Decks können auf 3 oder 6 Karten im Deck auf jeden Fall verzichten, weil wir die im Extra-Deck nicht brauchen, weil die vielleicht Gorsaken ganz gut sind oder eine Engine sind, die wir halt vielleicht nach Poseidon erst reinpacken oder weil wir den Space haben, ein paar Karten doppelt zu spielen. Eine Karte, die so ein bisschen die Mathematik beim Yu-Gi-Oh! Deckbuilding so ein bisschen kaputt macht, was dafür sorgt, dass die Karte von vielen Spielern auch nicht gemocht wird. Aber, wie wir hier bei der Nummer sehen, wird die Karte aktuell logischerweise von vielen gekauft, weil das auch eine Karte ist, die im Stablebinder auf jeden Fall einen Platz finden sollte. Denn das ist eine unglaublich gute Karte für super viele Decks. Es gibt sehr wenige Decks, die die Karte wirklich nicht spielen können. Und Platz Nummer 5 gehen wir weiter mit einer der mächtigsten Karten in ganz Yu-Gi-Oh! Und das ist einmal Verbotener Tropfen. Eine Karte, die im letzten Format oder im vorletzten Format, je nachdem wie ihr sehen möchtet, nicht so gut war, weil wir Erisert hatten und Erisert hat gesagt gehabt, alles wird gebannt. Das ist ein bisschen doof. Die Karte schickt nämlich Karten auf den Friedhof als Kosten, um Monster, Effektmonster spezifisch, auf dem gegnerischen Spielfeld zu annullieren, abhängig davon, wie viele Karten wir auf den Friedhof gelegt haben. Wenn wir Karten auf den Friedhof legen, kann der Gegner mit Kartentypen nicht auf diese Karte reagieren, die denselben Typ hat von den Karten, die wir weggelegt haben. Das heißt, wenn wir Zauberfalle und Monster weglegen, kann der Gegner auf die Karte gar nicht reagieren. Kommt selten vor, kann auch passieren. Die Karte war eine Karte, die war mal bei 80, 90 Euro. Reprint, 40 Euro. Nächster Reprint, 20 Euro. Jetzt bekommen wir ein Droplet für 3 bis 5 Euro. Als Super Rare aus der Rarity Collection. Und aktiviert eine Karte, die auch viel mehr play sieht, logischerweise. Weil wir halt keine Karten haben, die das halt hart countert. Außer Shifter. Und Shifter gehört eh auf die Bannlist. Deshalb wird diese Karte auf jeden Fall mit dem Preispunkt auch deutlich häufiger in Decks auftreten. Und wie wir sehen, kaufen Spieler die Karte ja auch. Ne? Deshalb Achtung, Droplet ist ein Thema und die Leute haben jetzt Access zu der Karte. Platz Nummer 4 geht einmal an Talent der 3 Taktiken. Eine Karte, die immer mehr Beliebtheit gewinnt, weil wir gerade wieder in einem Format sind, wo wir viel mehr mit Handtrips spielen. Und die Karte ist genau dafür da, um das zu punishen, wenn viele Handtrips gespielt werden. Denn die Karte sagt, wenn euer Gegner während der Main Phase einen Monster-Effekt aktiviert, können wir die Karte aktivieren. Und dann hat die 3 verschiedene Fähigkeiten, je nachdem was wir auswählen. Wir können entweder uns die gegnerische Hand angucken und eine von den Karten wieder zurück ins Deck legen. Krasser Effekt. Wir können die Kontrolle von einem gegnerischen Monster übernehmen, ohne dass wir das vorher wählen müssen. Das ist auch ziemlich, ziemlich gut. Oder wir können 2 Karten ziehen. Alles 3 Effekte, die unglaublich gut sind und je nach Situation uns das Game gewinnen kann oder den Gegner das Game verlieren lässt. Das heißt, das ist eine krass gute Karte. Und mit einer Karte wie Frost zum Beispiel, die aktuell ziemlich teuer ist, aber aktuell auch wieder viel gespielt wird, wird die Karte nochmal besser. Denn wenn wir eine Kopie im Deck spielen und wir haben Frost und wir können die Karte aus dem Deck suchen und die aktivieren,
Aua. Wenn euch das Format gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video und sagt mir, ob ihr das wirklich jede Woche haben wollt. Denn diese Woche ist es sehr, sehr ähnlich wie letzte Woche. Nur, dass wir halt so ein paar andere Shenanigans drin haben. Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit der nächsten Karte. Und Platz Nummer 3 geht an die Fallenkarte Unendliche Unbeständigkeit. Eine unglaublich gute Karte. Die Karte hat einen ganz simplen Effekt. Wir können die von der Hand aktivieren, wenn wir keine Karten auf unserem Feld haben. Dann haben wir die Möglichkeit, die Karte zu aktivieren, ein gegnerisches Monster zu wählen und den Effekt zu annullieren. Die Karte hat zwei Vorteile, warum die ziemlich gut ist. Die ist kein Monster, das heißt, die läuft nicht in Tactics rein, wo wir gerade über gesprochen haben. Und die ist nicht once per turn. Das ist alles ziemlich gut. Die Karte kostet aktuell, wenn wir mal drauf gucken, knapp 1,50 bis 2 Euro. Der Preisgrad ist ein bisschen runtergegangen, dann wird ein bisschen hochgegangen, dann wird ein bisschen runtergegangen. Ist also eine Karte, die wirklich nicht mehr teuer ist. Und ich finde faszinierend, dass sie immer noch so teuer ist für die Super Rare of the Rarity Collection, denn die hat mittlerweile echt viele Reprints bekommen und das zeigt halt, wie gut diese Karte ist. Und ich warte auf Konami, dass sie eine ähnliche Karte machen wie Impermanence, die aber nicht wie Effektbälle funktioniert, sondern ähnlich wie Ghostbell, irgendwas in der Richtung, dass sie wirklich eine Fallenkarte machen, die wirklich eine Handfalle ist, die so in diese Richtung geht. Impermanence, good job. Solltet ihr auf jeden Fall in eurem Stablebein haben, wenn ihr sie nicht eh schon habt nach den ganzen Reprints. Und passend für Nummer 2 haben wir eine semi-limitierte Karte und die Karte hört auf den Namen Blitzsturm. Lightning Storm, wie sie im Englischen heißt, und die Karte ist ähnlich wie Talents, dass sie mehrere Effekte hat, je nachdem was sie auswählt. Die Karte ist unglaublich gut für euer Side-Deck. Deswegen finde ich es auch schön, wenn wir uns den Preisgraph mal angucken, dass die Karte aktuell so um die 2 Euro kostet. Wie wir sehen, die meisten Spieler wollen die Karte noch haben, deswegen holen sich Leute auch sehr, sehr viel diese Karte. Deshalb ist sie auch auf Platz 2. Denn die Karte ist ziemlich gut. Die war lange Zeit aber super teuer. Denn selbst 20 Euro für eine Karte, die man primär nur im Side-Deck spielt, ist unglaublich viel. Was macht Lightning Storm? Relativ einfach erklärt. Wenn ihr keine offenen Karten auf eurem Feld kontrolliert, können wir die Karte aktivieren. Wir können einen von zwei Effekten auswählen. Die beiden Effekte sind entweder alle Zauber- und Fallenkarten direkt kontrolliert zerstören oder alle Monster in Angriffspositionen vom Gegner zerstören. Beides Effekte, die unglaublich gut sind. Das heißt, es ist eine Karte, die zwei Sachen erfüllt, die Side-Karten gut machen. Die ist flexibel, weil wir entscheiden können, was wir machen möchten. Die ist gut gegen verschiedene Arten von Decks, logischerweise dadurch. Und die ist ein Equalizer. Und Equalizer im Side-Deck sind unglaublich wichtig, wenn wir Second gehen und der Gegner ein krasses Board auf Board und wir das wirklich ausgleichen können mit einem Equalizer, dafür ist ein Equalizer ja da, können wir das Game trotzdem noch gewinnen, obwohl wir eigentlich komplett outplayed sind. Und damit kommen wir zu Platz Nummer 1 auf der heutigen Liste, die witzigerweise auch Platz Nummer 1 war auf der letzten Liste, die wir gemacht haben, und das ist einmal die Blumenbaronin. Und Blumenbaronin ist eine Karte, die ihr auf 1 spielt und die aktuell 2,50 Euro bis 4 Euro kostet. Das ist krass. Ich finde es auch immer faszinierend, dass die Karte immer noch auf Platz 1 ist, denn eigentlich brauchen die Leute ja nur eine Blumenbaronin. Das sehen wir übrigens auch bei der Anzahl an verfügbaren Artikeln. Und es gibt aktuell so knapp 4000. Die meisten anderen waren so 3000, 2500 oder 2000, also deutlich weniger. Und beim Preisgrafen sehen wir ja, der ist halt deutlich umgegangen. Also die Leute haben mittlerweile alle ihre Baronen, aber die Leute kaufen die trotzdem noch. Und das in den größten Mengen, die auf Kartenmarkt aktuell umgesetzt werden. Was ich immer faszinierend finde. Für alle, die nicht wissen, was Baroness tut, super, super simpel. Erstmal ist sie ein Level 10 Synchromonster, was generisch baubar ist mit einem Tuner und einem Nicht-Tuner-Monster. Super einfach. Die Karte kann einmal pro Spielzug eine Karte auf dem Spielfeld wählen und sie zerstören. Ziemlich krasser Effekt. Der zweite Effekt ist, wenn euer Gegner einen Effekt aktiviert, egal was, Monster, Zauber, Falle, Bums, können wir den annullieren. Einmal, solange die auf dem Spielfeld ist. Das ist ganz wichtig. Und der dritte Effekt, der ist irgendwie witzig. In der Standby-Phase können wir ein Monster in unserem Friedhof wählen, Baroness ins Extra-Deck zurücklegen und das Monster spezial beschwören. Das heißt, wir kriegen Baroness wieder zurück, können die nochmal benutzen, kriegen vielleicht den Effekt von dem Monster, was wir gerade spezial beschworen haben, denn Baroness annulliert nicht die Effekte. Das ist ganz wichtig. Eine unglaublich gute Karte und für sehr viele Decks extrem gut. Gerade auch für ein Budget-Deck wie Sword Soul, was aktuell wirklich nicht mehr viel kostet, Access zu der Karte zu haben für 3 bis 4 Euro ist unglaublich gut. Das waren die Topseller von Yu-Gi-Oh! Diese Woche. Ich hoffe, das Format macht euch Bock. Ich persönlich finde es ganz spannend mal zu sehen, was die Leute so kaufen.
Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr ein Video von mir sehen wollt. Ich habe dafür euch einmal ein spannendes verlinkt, wo ich mir mal ein paar Dinge angucke. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.